Hallo ihr Lieben, ich bin's eure Frau Zockersucht und das ist das Infovideo zu meiner neuen Hardware. Ja, endlich neue Hardware. Ja, ihr habt es mir ja schon gesagt, ich brauche unbedingt neue Hardware. Jetzt habe ich sie endlich und ich bin mega happy. Ich bin einfach nur mega happy. Hier seht ihr erstmal das Vorher-Nachher-Bild. So kam das Ganze an. Wie gesagt, wir haben das alles zusammengestellt und das ist dann der Computer fertig gebaut. Mega! So Leute, was ist alles drin? Ja, das Ganze ist ein 12-Kern-Prozessor, der AMD Ryzen 9 3900X. Das Motherboard ist von Gigabyte X570 Aeros Elite ATX. Die Grafikkarte ist die NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. Dann habe ich ein 750 Watt Netzteil eingebaut, Be Quiet Straight Power 11 ATX. Dann eine 1 TB SSD, 32 GB RAM Arbeitsspeicher und der Lüfter ist ein Skyd Mugen 5. Also 5 verschiedene Lüfter sind da noch drin, das heißt also einer auf dem Prozessor, 3 auf der Grafikkarte und noch einer so. Es macht einfach nur mega Spaß, auf diesem Computer zu spielen. Ich nutze jetzt diesen Gaming-Computer wirklich nur rein als Gaming-Computer. Und mein Laptop ist ja noch nicht ganz so alt. Ihr wisst ja, ich hatte mir einen Dell G3 gekauft. Und wie gesagt, der ist ja jetzt nicht schlecht. Und deswegen nutze ich den als Streaming-Computer. Hab mir noch zusätzlich die Elgato Capture Card gekauft. Und und damit kann ich das Ganze jetzt streamen, verbinden, aufnehmen und so weiter und so fort. Also ich bin einfach nur sehr, sehr glücklich, dass das Ganze funktioniert. Und und jetzt kann es losgehen mit den ganz tollen Spielen. Wie gesagt, 7 Days to Die wird noch kommen, Euro Truck wird auf alle Fälle auch noch kommen und viele weitere noch. Und damit sage ich, wir sehen uns in den nächsten Livestreams und Let's Plays. Bis dann, ihr Lieben, eure Frau Zockersucht.